Herzlich willkommen zur siebten Ausgabe unserer Seminarreihe Redselig, Wegweiser an das Leben. Heute zusammen mit Joscha Heimbold, Levin Grabo und Patrick Veit. Die drei Jungs werden uns heute etwas über ihren Weg in ein gemeinschaftliches Leben erzählen und euch ihr Projekt Machland vorstellen. Hallo zusammen. Hallöchen. Hallo. Also zunächst möchte ich mich kurz vorstellen für die, die mich noch nicht kennen. Ich bin Karin, die Moderatorin von Redselig und Mitgründerin von Bring Together. Mit dabei ist natürlich wie immer unser Thomas für die Technik. Hallo Thomas. Hallo, aus dem Off. Und wie immer auch ein kleiner Hinweis vorweg, die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Für den Fall, dass jemand nicht gesehen werden möchte, darf gerne sein Video ausschalten. Und ich möchte euch noch bitten, das Mikrofon so lang auszulassen, solange ihr selber nicht sprecht. So, und bevor es losgeht, möchte ich die drei mal ganz kurz vorstellen. Die drei Freunde Levin, Joscha und Patrick haben vor 3 Jahren gemeinsam mit ihren Freunden ein Kollektiv für nachhaltige Kulturveranstaltungen in Berlin gegründet. Und seitdem brennen sie für gemeinschaftliche Projekte. Gemeinsam haben sie Open Airs veranstaltet, Festivalbereiche gestaltet und sogar ein eigenes Festival auf die Beine gestellt. Als Großstadtbewohner möchten sie jetzt raus in die Provinz und nach dem Motto Zeit für Veränderung, Zeit für einen Musterwechsel träumen sie von einem gemeinsamen Wohnprojekt auf dem Land. Doch vor der Planung sind sie erstmal auf Entdeckungsreise gegangen und haben unterschiedliche Gemeinschaftsprojekte besucht und daraus ist ein Film entstanden. Und was auf ihrer Reise alles passiert ist, welche Erfahrungen sie gesammelt haben, erzählen sie euch jetzt. Einen kleinen Hinweis auch noch, gerne könnt ihr diesmal die Fragen auch in den Chat schreiben. Dann würde ich sozusagen auch immer mal einen kurzen Break machen und die Fragen dazu an die drei Jungs stellen. Also, wir freuen uns jetzt auf euch drei. Bühne frei. Viel Spaß. Ja, erstmal vielen Dank für die nette Anmoderation und Vorstellung. Ich übertrage dann jetzt mal die Präsentation. Jupp. So. Ihr seht sie alle. Ja. Man kann sie sehen. Ja. Wunderbar. Ja, dann auch unsererseits, erstmal meinerseits herzlich willkommen alle. Schön, dass ihr da seid. Wir sind auch natürlich der Situation geschuldet, etwas aufgeregt, aber ich denke mal, wir werden hier heute viel Spaß haben und wir werden einfach mal von unserem Projekt plaudern. Wir haben ganz viele Fotos oder so viele. Wir haben Fotos mitgebracht, werden ein bisschen über unsere Reise berichten, werden einen Ausblick geben und einfach ein bisschen unsere Situation darlegen. Worum geht es heute? Ich fange erstmal anders an. Ich versuche so ein bisschen durch die PowerPoint zu moderieren und zwischendurch Patrick und Levin mal ans Zepter zu lassen und auch auf die Bühne zu holen. Ich denke mal, hier und da wird es auch ruckeln, ganz normal. Aber ansonsten seid ihr auch immer dazu eingeladen, Fragen zu stellen, einfach zwischenzugreifen, wenn ihr möchtet, dass irgendwas vertieft wird. Es ist alles ein bisschen oberflächlich. In einer halben Stunde kann man jetzt kein halbes oder dreiviertel Jahr und schon gar nicht einige Jahre verpacken. Deswegen, wenn ihr irgendwo das Gefühl habt, das geht euch jetzt ein bisschen zu schnell, dann fragt voll gerne einfach nach und wir können da nochmal drüber quatschen. Ansonsten könnt ihr das auch erstmal aufschreiben und wir sprechen dann im Nachhinein nochmal drüber. Ihr könnt eine Frage stellen. Wir haben 4 große Punkte, die ich erzählen möchte, damit ihr uns als Menschen kennenlernen könnt, aber auch irgendwie so den Ursprung der Idee, selber mal ein Wohnprojekt gründen zu können, stellen wir uns erstmal vor als Menschen und danach das, was die Karin gerade auch schon kurz eingeleitet hatte, das Kollektiv Waldblöße. Eine Verbesserung hätte ich, uns gibt es, glaube ich, seit 5 Jahren oder so der Ursprung liegt schon 5 Jahre zurück, ist doch ein bisschen älter noch.
Dann haben wir, möchte ich euch oder möchten wir euch einen Einblick ins Filmprojekt Machland, das ist noch ein Arbeitstitel, aber in den Film Machland geben und dann im Detail ein bisschen auf unsere Reise eingehen. Wir hatten dieses Jahr 2 Monate Reisezeit, wo wir letztendlich fünf Wohnprojekte besichtigt haben, möchten euch kurz vorstellen, was uns besonders irgendwie am Herzen geblieben ist, was wir von unserer Reise mitgenommen haben. Natürlich auch nur ein kleiner Ausschnitt. Der große Ausschnitt wird dann im Film zu sehen sein. Und zum Schluss möchten wir euch irgendwie mitgeben, ja, was machen wir da jetzt draus? Wie geht es weiter für uns? Das ist tatsächlich auch für uns gerade noch der spannendste Punkt, weil wir selber wissen auch noch nicht zu 100%, wo jetzt unsere Reise hingeht. Weil erstmal kamen die ganzen Eindrücke in den letzten Monaten, was wir daraus machen und was vor allem auch der größere Kreis über uns dreien hinaus, also unser Kollektiv oder die Freunde, die sich auch vorstellen könnten, mit uns zu gehen, daraus machen. Das ist, ja, steht noch in den Sternen. So, wer sind wir? Wir haben gedacht, wir stellen uns gegenseitig vor und ich glaube, Patrick startet. Dann, wir haben gesagt, ich stelle Levin vor, richtig? Dann würde ich mal Levin vorstellen, der sitzt hier gerade neben mir. Und zwar ist Levin oder hat Levin lange in Berlin, in Moabit gewohnt, bis Anfang Juni, bis zu unserer Reise im Start praktisch. Und er hat vorher beim Social Impact Startup Surplus gearbeitet. Das ist der Supermarkt in Berlin, der gerettete Lebensmittel verkauft. Und wir haben dann gesagt, wir wollen unbedingt irgendwie ein Wohnprojekt machen und haben gesagt, wir möchten diese Doku irgendwie drehen, um auch dieses Wissen anzueignen. Und nach der Reise ist Levin dann nach Freiburg gezogen, beziehungsweise nach Ebringen. Das ist so ein Vorort von Freiburg, würde ich das nennen. Und das ist jetzt hier sehr ländlich. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner hat Ebringen? Ich weiß es selber auch gar nicht. Ich würde mal schätzen, so 5.000, Pi mal Daumen. Das kann sein. Und alles Weitere erfahrt ihr, glaube ich, gleich noch. Ne? Warum ich zum Beispiel auch hier sitze. Genau. Levin, magst du mich noch vorstellen? Ja, ich stelle dich gerne vor. Joscha ist 26 Jahre alt und sitzt leider nicht hier bei uns mit auf dem Sofa. Der ist nämlich nicht in Ebringen, der wohnt in Berlin, wohnt da auch schon einige Zeit. Und Patrick und ich vorher in Berlin gewohnt. Ja, ich glaube, was man noch sagen kann, ist, dass Joscha und ich lange in der WG zusammen gewohnt haben. Ich glaube, 4 Jahre oder so, 5 sogar. Und Joscha ist Ende letzten Jahres dann nach Steglitz gezogen. Von Schöneberg nach Steglitz. Also ein bisschen weiter raus, kann man sagen. Ein Bezirk. Ja. Und er wohnt mit seiner Freundin zusammen und auch in der WG. Wir haben noch Marlina gefunden. Die wohnt jetzt auch seit, ich glaube, einem Monat ungefähr da. Und vorher haben sie noch mit dem Bruder von Joschas Freundin von Lara zusammen gewohnt. Und ich habe auch kurz da gewohnt. Ja. Cool, ja, dann stelle ich Patrick noch vor. Patrick ist 25. Ich kenne Patrick schon seit über 10 Jahren, nämlich aus der ursprünglichen Heimat. Der ist so im Umkreis von Leverkusen aufgewachsen und wir haben uns dann in Essen im Ruhrpott kennengelernt. Da bin ich auch aufgewachsen. Wir sind dann ja vor 6 bzw. 5 Jahren hier nach Berlin gezogen. Patrick hat Druck- und Medientechnik studiert gehabt und daher kam wahrscheinlich auch letztendlich die Affinität, irgendwie einen Film drehen zu wollen oder zu können. Hat dann nach seinem Studium bei einer Live-Communication-Konzept-Firma, gibt bestimmt noch einen cooleren Namen, gearbeitet und verfolgt gerade so seinen kleinen Lebenstraum, sich selbstständig zu machen. Und das war auch so der, ich denke mal, der größte Gedanke dabei, den Film zu realisieren, einfach ein Projekt zu haben, mit dem man wirklich in die Selbstständigkeit
ja, starten kann, aber gleichzeitig noch irgendwie was Gutes und Sinnvolles bewirken kann. Und da war einerseits der Gedanke, uns so diesem Thema zu nähern. Das war für uns auch einfach so eine journalistische Reise und eine Entdeckungsreise, wo wir ganz viel selber gelernt haben. Aber on top möchten wir das Gelernte, was wir lernen, dann auch noch anderen weitergeben. Und da hat sich dieses Format, dieses Filmformat einfach super angeboten. Jetzt gerade, das ist ja gerade schon ein bisschen rübergekommen, oder spannend, seine Wohnsituation während des Filmdrehs. Man kann sagen, er war ohne feste Meldeadresse. Er hat all seine festen Wurzeln hier in Berlin aufgegeben, ohne Perspektive auf was Neues. Und das nicht, weil er in die Situation geraten ist, sondern weil er sich das so ausgesucht hat, während der Reise wirklich komplett frei zu sein, ohne Wohnung und Wohnsitz und dann auch mit den neuen Erfahrungen im Anschluss der Reise was Neues starten zu können. Jetzt ist er in Ebringen gelandet und arbeitet da ganz fleißig mit Levin an der Fertigstellung des Films. Das war es erstmal zu uns. Jetzt gehen wir weiter zum Kollektiv. Wir haben ja so ein paar Beispielfotos mit rausgebracht. Die Karin hat es gerade eigentlich schon super erzählt. Alles fing damals damit an, dass wir so frisch in Berlin waren und uns gedacht haben, oh, eine Riesenstadt, aber wir kennen wenig Menschen. Und dann kam eins zum anderen. Wir waren erstmal eine Gruppe von Freunden, die sich zusammengetan hat. Und dann hatte Patrick irgendwann mal eine Idee, Open Air zu veranstalten. Das ist noch erstmal ganz naiv, würde ich sagen, an die Sache herangegangen, Open Air veranstaltet. Und bei diesem ersten Open Air ist eine Gruppe von Menschen zusammengekommen, die so mehr oder weniger über unseren Freundeskreis sich gefunden hat. Und daraus ist jetzt mittlerweile einiges entsprungen. Also wir hatten erst Open Airs gemacht und hatten schon immer den Gedanken, irgendwie über das, ich sag mal, das Feiern, was ja auch ein wichtiger Punkt ist, Menschen was mitgeben zu wollen. Und das war einmal eine Fotoausstellung, die es sein konnte über den Hambacher Forst. Wir hatten haben ein Theaterprojekt, wo auch inhaltlich an Themen gearbeitet wird. Es gibt gab eine Open Stage und dann unterschiedlichste Veranstaltungen. Und im Kern war, denke ich, immer dieses als Menschen zusammenzukommen und als Gruppe irgendwas zu bewerkstelligen. Und wir hatten einen sehr schönen Sommer. Da waren wir nämlich auf unterschiedlichen Festivals und haben dort Bereiche gebaut. Und das, was wir da erschaffen haben, da sieht man so ein paar Baumhäuser in den Kacheln, die wir in dieser Zeit gebaut haben. Aber um die ging es eigentlich gar nicht. Es ging darum, dass wir als Menschen irgendwie zusammen ein Projekt realisiert haben. Wir hatten die Idee, hey, lass uns doch mal was machen. Wir hatten vom Bauen nicht viel Ahnung. Und dann haben wir einfach gemerkt, hey, wenn wir uns so ein Projekt annehmen, wenn wir sagen, oh, wir haben Bock, was zu realisieren, dann lass es uns einfach machen und dann kommt auch was Geiles bei raus. Und am Ende haben wir A, immer ganz viel dazugelernt und B, sind wir als Menschen, als Freunde, als Kollektiv immer mehr zusammengewachsen. Und das erstreckte sich über die letzten Jahre und eigentlich war das Schema immer gleich. Also irgendwann stand im Raum, hey, wir machen das und dann haben wir das halt als Gruppe, sind das angegangen. Und die neueste Erfindung aus diesem Kontext ist eben, einen Film zu drehen, wo auch noch nie jemand die Erfahrung gemacht hatte, einen Film zu drehen, außer Patrick jetzt mit seinem Studium, ein paar Skills, die er sich da angelernt hat. Aber es ist einfach, man nimmt sich die Herausforderungen an und dann ist es so ein Gruppenprozess und ein Prozess bis dahin. Und das war für uns immer ganz spannend. Vielleicht dazu noch ganz kurz, das Festival, was wir veranstaltet haben, also die Partizipation stand da immer ganz im Vordergrund. Und das sind auch so die Gruppen- und Gemeinschaftsprozesse, die da eine riesen Rolle gespielt haben. Das war die Küche, wo es ein Rezeptbuch gab, wo es Lebensmittel im Vorfeld gab, die organisiert wurden und gerettet wurden und bereitgestellt wurden. Aber es wurde keine Schichtplanung im Vorfeld gemacht. Es wurde allen Gästen gesagt, hey, wir haben hier ein Rezeptbuch, wir haben hier Lebensmittel, wir haben die Utensilien.
ihr müsst kochen. Und da haben sich Menschen, die sich teilweise gar nicht kannten, in der Küche zusammengefunden und haben gesagt, ja, dann lass uns mal kochen. Und es gab morgens, mittags, abends immer tolles Essen. Und am Ende gab es in der Küche immer ganz spannende Begegnungen von Menschen, die sich vielleicht sonst nie irgendwie gesprochen hätten. Und dieser Partizipationsgedanke, der zieht sich dann durch bis zum Aufbau und so weiter. Das sind immer so ganz spannende Prozesse. Und ich denke mal, da liegt auch der Kern. Ja, und letztendlich, ne? So, hier haben wir nochmal... Wir haben eine Frage von, wie hieß das Festival? Die Frage kam gerade im Chat. Das ist das Windwiesentanz. Ich habe es nochmal geschickt. Okay, danke. So, wir sind ein, also wir hatten uns relativ am Anfang, habe ich jetzt einfach mal so übernommen, ein Kollektiv für sozial-ökologisches Engagement und kulturellen Umfug. Und hier nochmal, wir fingen an als Freunde, gingen weiter als Kollektiv und jetzt gerade haben wir einen offiziellen Verein gegründet. Und dann währenddessen hat sich gezeigt, irgendwie haben Menschen so den Gedanken im Hinterkopf, lass uns doch da was darüber hinaus machen. Wollen wir da nicht auch ein Wohnprojekt draus machen? Das ist natürlich keine Idee des ganzen Vereins, sondern eher von einzelnen Menschen, die in dem Kontext des Vereins darüber sprechen. Und dieser Idee haben wir uns angenommen und haben gesagt, Patrick und Levin auch möchten sich selbstständig machen. Dann lass uns doch da mal auf Entdeckungsreise gehen und besuchen wir mal ganz viele Wohnprojekte und machen wir da einen Film draus. Und so ist die Filmidee Machland der Film entstanden. So, lass uns einen Film drehen, Patrick. Wie war das denn, als die Idee entstanden ist? Ich weiß noch... wann die Idee aufkam. Das war nämlich, als Levin und ich gefrühstückt haben zusammen. Und Levin hatte dann irgendwie so in den Raum geworfen, hey, lass doch mal irgendwie so einen Dokumentarfilm über Wohnprojekte machen. Und dann hat es so angefangen, in mir zu rattern und so, wow, ja. Levin hat immer erzählt, ja, das ist voll gut, dann lernen wir voll viele Menschen kennen, dann können wir so ein Netzwerk aufbauen, wir lernen alles, was wir brauchen und wir können einen coolen Film machen. Und ich so, die Skills haben wir eigentlich, ich hätte auch Lust, ich will mich selbstständig machen. Irgendwie passt da alles wie die Faust auf Auge und ich war auf jeden Fall sofort begeistert und wir haben so ein bisschen überlegt, was könnte denn der Inhalt des Films sein. Wir haben uns überlegt, vielleicht sind es eher so, oder für uns war so eine Frage, sind es die Projekte, die dann sehr im Vordergrund stehen im Film oder ist das dann unsere Geschichte so und wir haben so ein bisschen gehadert damit, weil uns eigentlich wichtig war, die Projekte auch in so einer Ganzheitlichkeit darzustellen und vorzustellen, haben aber gemerkt, dass das ja nicht so die Geschichte ist, die wir erzählen können und es auch total schwierig ist, so ein Projekt in so einem kurzen Film oder dann verschiedene Projekte auch in so einem kurzen Film irgendwie darzustellen und dem gerecht zu werden. Und ja, deswegen ist die Geschichte so ein bisschen, dass wir als Freundeskreis, also wir drei stellvertretend für unseren Freundeskreis auf die Reise gehen, irgendwie entdecken und uns angucken, wie denn andere Menschen schon so Wohnprojekte auf dem Land vor allem irgendwie umgesetzt haben, um ja mitzunehmen oder das mitzunehmen, was wir für unsere Zukunft irgendwie mitnehmen wollen, weil wir ja auch diese Idee in diesem Kollektiv, in dem Verein irgendwie schon ja lange haben. Genau, und deswegen sind wir auf eine Reise gegangen. Das ist so ein bisschen die Filmidee in kurz dazu. Genau. So, ja. Und zu so einer Filmidee gehört auch eine Realisierung, Levin. Wie war denn das? Die Realisierung läuft ja auch noch, weil der Film auch noch gar nicht fertig ist. Aber es war vor allem auch am Anfang halt eine riesen Herausforderung für uns, überhaupt den Schritt zu wagen und auch so mutig zu sein, das irgendwie zu realisieren. Wir haben ganz viele Chancen gesehen, wenn wir das Projekt so angehen, wie wir uns das im Kopf erstmal zurechtgelegt hatten. Und trotzdem hatten wir dann einige Hürden, die wir dann noch nehmen mussten, weil wir jetzt nicht vorher schon mal einen Film gemacht hatten oder sowas,
Aber wir kannten uns schon als Gruppe, wir haben schon andere Projekte einfach zu dritt auch realisiert und haben uns das zugetraut und haben dann mit einer Crowdfunding-Kampagne gestartet, die auch sehr erfolgreich lief und auch eine ganz, ganz spannende Erfahrung für uns war, weil das eine ganz aufregende Zeit ist, so eine Crowdfunding-Kampagne zu machen. Und darüber hinaus auch die ganze Planung irgendwie zu realisieren. Wir mussten erstmal Projekte auch finden, die wir besuchen wollten und Menschen kennenlernen, weil wir ja, das Themenfeld vorher gar nicht so hatten. Und das Schöne eigentlich, und das ist auch jetzt immer noch so, wir sind jetzt gerade dabei, das Filmmaterial, was wir quasi gedreht haben, auszuwerten. Es ist jetzt nochmal eine schöne Zeit auch, um das zu reflektieren. Dadurch, dass das so ein Herzensprojekt ist, haben wir eine ganz besondere Energie, die wir da irgendwie reinstecken können. Das heißt, es ist nicht irgendwie trockene Recherchearbeit zu machen, was es denn für Wohnprojekte in Deutschland gibt, die man besuchen könnte, sondern das war eigentlich ja das, wie wir uns auch entwickeln wollten. Also das, was uns wirklich interessiert hat, konnten wir recherchieren. Und das war halt die Grundlage auch für die Arbeit, um den Film dann zu realisieren. Und ja, wir können uns das Crowdfunding-Video gleich mal angucken, ja. Wir den mit der Crowdfunding-Kampagne gestartet haben. Ich mache nochmal weiter. ja, da ist jetzt die Frage, ob das technisch überhaupt gut funktioniert. Wenn ihr das Video gar nicht sehen könnt, beziehungsweise es sehr ruckelt und ihr den Ton nicht habt, dann ist der Link auch im Chat, dann könnt ihr es dort nochmal anschauen. Ich würde sagen, wir probieren es mal und jeder macht vielleicht seinen Bildschirm aus. Das hilft manchmal schon, dass man das ganz gut abspielen kann. Okay. Wir probieren es. Ich bin Patrick und ich wünsche mir eine selbstbestimmte Lebensweise. Ich bin Joscha und ich wünsche mir eine Gemeinschaft, in der ich geerdet und beflügelt werde. Ich bin Levin und ich wünsche mir einen Ort, an dem ich im Einklang mit der Natur leben kann. Gemeinsam wollen wir einen Musterwechsel für unsere Lebensweise. Und um den einzuleiten, haben wir das Machland-Projekt ins Leben gerufen. Diesen Sommer begeben wir uns auf eine Reise, die alternative Wohn- und Lebenskonzepte auf dem Land entdeckt. Und daraus entsteht ein Dokumentarfilm. Dazu begeben wir uns auf eine Reise und fahren zu ausgewählten Wohnprojekten auf dem Land. Im Wohnprojekt angekommen, führen die Menschen uns durch ihren Ort und wir bekommen einen Eindruck von ihrem Lebensstil. Im Gespräch lassen wir uns die Geschichte des Wohnprojekts erzählen. Im anschließenden Interview sprechen wir mit den Wohnprojekten über den Schwerpunkt ihres Zusammenlebens. Bei manchen Projekten ist es das gemeinsame Wirtschaften, das Ziel der Nachhaltigkeit, eine spirituelle Lebensweise, das Betreiben von Kultur oder das Gestalten von Gemeinschaft. Über diesen Schwerpunkt reden wir dann mit einer Expertin. Dabei interessiert uns besonders, wie diese Lebenskonzepte in der Gesellschaft funktionieren können und wieso sie möglicherweise eine zukunftsweisende Art des Zusammenlebens darstellen. Abschließend teilen wir unsere Erfahrungen und Perspektiven. Wir erörtern, inwieweit der kennengelernte Lebensstil für uns eine Zukunft hat. Und um das hier alles umzusetzen, brauchen wir dich. Damit wir diesen Film auf einer professionellen Ebene produzieren können, benötigen wir einiges an Ton- und Videotechnik. Reise- und Produktionskosten kommen on top. Und jetzt mal ehrlich, so einen Film macht man nicht allein. Für Color Grading, Filmmusik und Grafik brauchen wir noch Unterstützung. Und weil das so ein großes und spannendes Thema ist, werden wir während der Dreharbeiten weitere Formate wie Blogbeiträge, Podcasts und Videos für dich veröffentlichen. Wir zeigen dir, wie andere Menschen das gemeinschaftliche Leben auf dem Land gestalten und die Herausforderungen unserer Zeit meistern.
Also hilf uns, denn du bringst diesen Film auf die Leinwand! Alles klar. Ich hoffe, alle konnten es halbwegs sehen. ich habe den Link ansonsten auch jetzt nochmal geschickt. Für alle, die es interessiert, dürfen gerne nochmal den Link im Chat nachrecherchieren. Dankeschön. So, dann gehen wir, glaube ich, gerne auf die nächste. Das Video hat besser funktioniert, als wir dachten. Sehr gut. Ah. So, seht, oh meine Güte. Also ich struggle gerade ein bisschen mit den Folien. So, jetzt haben wir es. So, ich glaube, wir müssen jetzt auch mal ein bisschen Gas geben. So, der Film und die Reise. Wir haben uns 6 Projekte im Vorfeld rausgesucht, die wir besuchen wollten. Zack. Haben letztendlich aber nur 5 Projekte besucht. Das lag einerseits daran, dass das ist Schloss Tempelhof und wir irgendwie nicht zusammengekommen sind, dass wir die, ja, belassen wir es einfach damit. Also wir haben es einfach nicht geschafft, einen Termin zu finden. Letztendlich haben wir es nicht mal geschafft, gut mit denen in Kontakt zu stehen. Und da wir das Schloss Tempelhof dann zeitlich auch jetzt hinten dran hätten hängen müssen, haben wir gesagt, streichen wir das Schloss Tempelhof für den Film. Aber nicht das Thema Bildung und Entwicklung. Wir sind an dieser... Ja? Ich weiß nicht, was die anderen so sehen, aber ich sehe diese 7-Linden-Folie. Ist das richtig? Ja. Ja. Also ich habe eigentlich vor der Nase. Ich mache das nochmal. Jetzt. Ist die richtige? Okay. Ja. Okay, ja, dann nochmal zum Abholen. Wir haben uns 6 Wohnprojekte vorgenommen. Das sind die 6 Wohnprojekte, die wir besuchen. Und da wir gesagt haben, wir können die Wohnprojekte auch nicht ganzheitlich, wie sie da stehen, abbilden, haben wir bei jedem Wohnprojekt ein Schwerpunktthema gesetzt. Das ist, also wir haben zuerst, das ist auch die Reihenfolge, oder das ist die Reihenfolge, wie wir die Wohnprojekte besucht haben. Jeweils für 10 Tage haben wir dort gelebt. Das war zuerst die Blaue Blume mit dem Schwerpunkt, Themenschwerpunkt Kultur und Abenteuer. Das war als zweites Projekt 7 Linden mit dem Themenschwerpunkt Nachhaltigkeit und Ökologie. Das war als drittes Projekt der Lebensgarten Steierberg beziehungsweise das Kaya-Projekt vorwiegend mit dem Themenschwerpunkt gemeinsames Wirtschaften. Das war viertens das SEC mit dem Themenschwerpunkt Gemeinschaft und Individuum. Mit dem Themenschwerpunkt Spiritualität und Verbundenheit. Und sechstens eben das gestrichene Projekt Schloss Tempelhof, wobei Bildung und Entwicklung nicht vollends hinten übergekippt ist, weil wir gemerkt haben, während der Reise irgendwie hat jedes Projekt, auf dem wir waren, das wir besucht haben, so diesen Themenschwerpunkt Bildung und Entwicklung mit verankert. Also es geht immer darum, auch nach außen zu strahlen. Sei es jetzt, ob es ein Seminarhaus ist, sei es, ob es die Frage ist, wo gehen die Kinder zur Schule. Also das kommt nichtsdestotrotz im Film irgendwie mit rüber. Auch wenn das Schloss Tempelhof natürlich mit der eigenen freien Schule, die sie auf dem Wohnprojekt betreiben, das Projekt für Bildung und Entwicklung gewesen wäre, haben wir es irgendwie noch mitgenommen. So, dann haben wir jetzt die Blaue Blume. Die Blaue Blume, das ist ein sehr kleines Projekt. Da sind 15 beziehungsweise 16 Menschen, die dort wohnen. Die sind ziemlich frisch. Ich glaube, jetzt so seit 1,5, 2 Jahren wohnen sie dort. Mecklenburg-Vorpommern, mitten in der Seenplatte. Und was uns besonders, also das war das erste Projekt, was wir besucht haben, was uns anging, waren wir dort
total aufgeschmissen erstmal. Wir drehen einen Film und das war das erste Projekt, wo wir gemerkt haben, oh, wir müssen ja jetzt wirklich schauen, dass wir den Film wuppen. Wir haben jetzt hier wirklich irgendwie über Crowdfunding eine Stange Geld zusammengetragen. Wir haben Menschen, die an uns glauben, an das Projekt glauben. Wir haben richtig in die Werbetrommel getrommelt. Da muss jetzt ein geiler Film bei rumkommen. Und eine blaue Blume war so der erste Moment, wo uns die Realität, will nicht sagen eingeholt hat, aber wo wir damit konfrontiert wurden. So, wir müssen jetzt liefern. Also, wir haben geliefert. Wir sind im Nachhinein sehr happy mit den Aufnahmen, aber das war auf jeden Fall erstmal also ein Konflikt. Was uns in Bezug auf die blaue Blume, in Bezug auf der blauen Blume aufgefallen ist, kleine Projekte haben offensichtlich einen starken Zusammenhalt. Es gibt sehr viele Gruppenprozesse, die ablaufen. Es war noch eine sehr frische Gemeinschaft. Man sieht unten auch einen Redekreis, den sie haben. Sie halten das Forum ab. Das haben sie sich dann auch von anderen abgeschaut. Das Forum ist so eine Methode, als Gemeinschaft miteinander zu kommunizieren und Konflikte zu klären, wie sie sehr verbreitet ist. Und auch sie haben das Forum dort abgehalten. Warum wir uns die blaue Blume ausgesucht haben als mit dem Themenschwerpunkt Kultur und Abenteuer, ist, weil sie ein Festival veranstalten, beziehungsweise zuerst ein Festival veranstaltet haben und daraus entspringt ein Wohnprojekt gegründet haben und dieses Festival weiter jährlich abhalten und zusätzlich gerade einen Seminarbetrieb aufbauen, wo es um diverse Themen, also da sind sie gerade auch zumindest zu dem Zeitpunkt, als wir sie besucht hatten, noch sehr in der Findungsphase und in der Entstehungsphase gewesen. Da war natürlich auch Corona so, ja, irgendwie so ein Player, der sie in dem Prozess ein bisschen verlangsamt hat. Aber mittlerweile gibt es auf jeden Fall viele Seminarangebote. Ein tollen Moment. Ich glaube, das war beinahe mein Moment der Reise und der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist. Man sieht es rechts auf dem Foto. Es war ein Interview, was wir mit Julian gedreht haben, beziehungsweise vor allem ich mit ihm gedreht habe. Das waren so 9 bis 10 Meter Höhe auf dem Baum. Und wir wollten einfach mal ein Abenteuer erleben. Und mein persönliches Abenteuer auf der ganzen Reise war auf jeden Fall das Interview in neun Metern Höhe mit Julian über Thema Abenteuer. Denn er ist ein richtiger Abenteurer. Aber dazu mehr im Film. Das nächste Projekt, 7 Linden. Also in 7 Linden hatten wir den Themenschwerpunkt Nachhaltigkeit und Ökologie. Und was soll man sagen, das ist auf jeden Fall das Vorzeigeprojekt, wenn es um Nachhaltigkeit und Ökologie geht. Sie bauen nicht nur ihre eigenen Häuser in Stroh- und Lehmbauweise, sondern sie haben auch Versorgung. Folie. Wir müssen noch mal kurz unterbrechen. Die Folie. Wir sehen noch die blaue Blume. Ja, ja, jetzt. Dankeschön. Das ist aber komisch. Ich habe vorher schon 7 Linden gesehen. sie versorgen sich zu einem Großteil selber. Und dort hat man gesehen, wie einfach es ist, als Gemeinschaft sich selbst zu versorgen. Nicht, dass es abzutun ist, wie viel Arbeit es ist, sondern im Vergleich zu einer Einzelperson, die sich selbst versorgen möchte, die damit wahrscheinlich ein halbes Leben verbringen würde, ist es als Gemeinschaftsprojekt, sich selbst zu versorgen, unheimlich effizient bei einer Gruppengröße von 150 Menschen. Und ich glaube, was mir zumindest sehr im Kopf geblieben ist, dass sie es schaffen, mit einem Hektar Ackerfläche beziehungsweise mit einem Hektar Permakulturgarten, es schaffen, 150 Menschen mit Obst und Gemüse zu versorgen, was echt ziemlich klein ist. Ich dachte immer, es braucht viele Quadratkilometer, um 100 Menschen zu versorgen, aber nee, es ist ein Hektar. Es war wirklich ziemlich viel. Ansonsten war es eklatant, wie familienfreundlich der Lebensort war. Und durch die vielen Menschen ist doch auch ein großer Punkt gewesen, es ist
beinahe bürokratisch, könnte man sagen. 150 Menschen haben 150 Meinungen und 150 Meinungen müssen in ganz vielen Plenarsitzungen oder Ratssitzungen sehr ausgeklügelt miteinander vernetzt werden, damit ja, sie sich am Abend, nachdem sie eine Entscheidung getroffen haben, immer noch lieb haben. Dann seht ihr denn jetzt die nächste Folie? Ja. Dann machen wir im Kaya-Projekt. Dem Kaya-Projekt geht voraus der Lebensgarten Steierberg. Den ist schon, das war mit eines der ersten Wohnprojekte, die es so in Deutschland gab. 35 Jahre habe ich noch im Kopf, dass es sie schon gibt. Und ja, was soll man sagen? Es kam jetzt innerhalb der letzten 2 Jahre eine geschlossene Gruppe von jungen Menschen dort in diesen Ort. Und diese jungen Menschen, Ursprung kann man mehr oder weniger sagen, also das Moin Moin Festival, also auch so ein bisschen dieser Festival-Kontext, da war es tatsächlich auch der Musik-Festival-Kontext. Da gab es so 30 junge Menschen, die dort in diesen Ort gekommen sind, Steierberg. Und zwar versuchen sie mit dem Lebensgarten Steierberg, mit dem Permakulturgarten Steierberg, den sieht man rechts unten auf der Luftaufnahme, und dem Ort Steierberg inklusive dem Bürgermeister und der nahegelegenen Universität eine Genossenschaft aufzubauen. Sie versuchen es nicht nur, sie haben es schon gemacht, haben diese Genossenschaft aufgebaut, haben jetzt ein Riesenförderprojekt initiiert, um dieses Leben dort in dem Dorf, in dieser Region mit diesen Playern, die es eben schon seit vielen Jahren dort gibt, eben den Lebensgarten, dem Permakulturgarten und einigen Bildungseinrichtungen, versuchen sie dort ja das Dorf 2.0 zu erschaffen. Das versuchen sie, indem sie einerseits die perfekte Umgebung für Startups, für junge, innovative Ideen, ja, irgendwie eine Grundlage zu bieten mit der Genossenschaft. Dort gibt es nämlich dann eine Marketingberatung, eine Buchhaltungsberatung, eine Rechtsberatung, eine ja auf Startups, auf junge, innovative Ideen zugeschnittene Ideenschmiede. zu etablieren, um eben diesen Menschen oder diesen Innovationen einen Raum zu geben auf dem Land, in ländlichen Regionen, weil sie insgesamt in Steierberg sehr von dem demografischen Wandel und von dem Wegzug von jungen Menschen zu leiden haben und vor allem den Verfall der Wirtschaft. Und dem versuchen sie zu entgegnen. Und ganz bewusst nehmen sie sich daran, die Player, die es dort gibt, in diesem Lebensgarten Steierberg, das ist auch ein Gemeinschaftsprojekt und so weiter, als Grundlage für diese Idee zu nehmen. Dann waren wir im ZEG, Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung, gar nicht weit weg von Berlin in Brandenburg. Ich würde sagen, das Oberthema dieser Gemeinschaft ist Liebe und Sexualität. Haben wir uns aber nicht vertieft. Wir haben diesen Zugang A nicht gesucht und B nicht gefunden. Wir hatten eine Gemeinschaftserfahrung dort. Wir waren nämlich als helfende Menschen dort. Also es war von Anfang an klar, wir sind zur helfenden Woche dort und packen mit an, wo wir gebraucht werden. Nebenbei drehen wir unseren Film. Wir haben ja beinahe schon vor dem ersten Tag gemerkt, dass wir dem gar nicht gerecht werden können. Wir können nicht einerseits Teil einer Gruppe sein, einer Gemeinschaft, das war die helfenden Gemeinschaft, B, dort Arbeit vollziehen, indem wir unseren Film drehen und C, noch der Gemeinschaft, der ZEG-Gemeinschaft, unsere Arbeit zur Verfügung stellen, um auf dem Acker bei der Essenszubereitung oder ja, was auch immer anfiel, dort zur Seite zu stehen. Das haben wir nicht unter einen Hut gebracht. Und das war so das vierte Projekt. Und ja, das war auch das Projekt, wo wir ja geplatzt wären. Also da sind wir auch geplatzt. Wir sind geplatzt. Ja.
Wir haben gemerkt, das ist einfach alles zu viel. Wir haben uns 6 Projekte vorgenommen, beziehungsweise dann mittlerweile war klar, dass wir nur 5 besuchen, 5 à 10 Tage, ohne Wochenende, ohne Pause, mit jeweils immer 4-5 Tagen Dreharbeiten. Wir haben gemerkt, es tut uns nicht mehr gut. Es war zu viel. Deswegen haben wir nach 7 Tagen gesagt, wir brechen ab. Wir brechen unseren Besuch im ZEC ab. Das lag nicht am ZEC. Dort kann man sich, ist ein Ort zum Wohlfühlen. Und es lag daran, dass es einfach zu viel war. Aber auch diese Erfahrung gehört mit dazu. Insgesamt können wir aber nach diesen Tagen, die wir dort gelebt haben, sagen, sie haben eine so hohe Menge an Menschen, die dort Jahr für Jahr durchlaufen, die dort zu Besuch sind, um Seminare zu besuchen, um dort Festivals zu besuchen. Es ist eher ein Seminarbetrieb als ein Wohnprojekt. Dort leben 100 Menschen auf dem Ort, aber diese 100 Menschen werden überdeckt von tausenden Menschen, die Jahr für Jahr dort zu Besuch sind. Und uns war das doch ein bisschen zu viel Durchlauf. Und wir haben diesen Zugang einfach nicht gefunden. Aber es lag vielleicht auch an unserem persönlichen Problem. So, dann waren wir als letztes ganz im Süden in der Gemeinschaft Sonnenwald. Insgesamt haben wir gemerkt, fehlen oftmals junge Menschen zwischen 20 und 30. Beziehungsweise sie sind einfach nicht als Mitglieder der Gemeinschaften dort vor Ort, weil eben junge Menschen, die in diesen Gemeinschaften aufwachsen, die möchten mit 18, 19, 20, 21 Jahren eine Ausbildung antreten. Sie möchten in die Großstadt ziehen. Sie möchten einfach mal was anderes als dieses Landleben, als das Gemeinschaftsleben und reisen aus. Und sie kommen tendenziell erst wieder, wenn sie dann die Familie gründen. Und das ist dann so irgendwann mit 30. Und bedeutet, es gab oft auf den Projekten eine Lücke. Und in der Gemeinschaft Sonnenwald war es ganz stark. Dort hat sich eine Gruppe, eine feste Gruppe junger Menschen zusammengetan. Das ist die Akademie für angewandtes, gutes Leben. Das wirklich eine, ich glaube, 20, 30 Menschen waren es auch, die alle so unter 30 sind. Haben sich zusammengetan mit einer Gruppe, die tendenziell eher älter ist. Ich sage mal so 50 plus, vielleicht auch teilweise ein bisschen jünger, aber na gut. Und diese zwei Gruppen haben sich zusammengetan und haben gesagt, wir nehmen eure Kompetenzen, wir nehmen eure Kompetenzen und gucken, dass wir zusammen dieses Projekt wuppen. Weil irgendwie fehlt beiden Gruppen das andere. Ja? Wir möchten keine reine SeniorInnen-Gruppe sein. Wir möchten aber auch keine reine Gruppe von jungen Menschen sein. Und dort war es sehr spannend zu sehen, wie das denn funktionierte. Und auch für uns war das eine tolle Gemeinschaftserfahrung. Wir waren dort auch wieder als Helfenden in der helfenden Woche und haben mitgearbeitet. Aber irgendwie haben wir auf einen Vibe, der da versprüht wurde, aufspringen können. Und zwar ein richtig schöner Abschluss unserer Reise. Ansonsten gab es dort einen Biolandbetrieb. Das war das einzige Projekt, das Tiere gehalten hat. war schön. Und sie haben auf jeden Fall insgesamt, ja, nee, Punkt. So, was nehmen wir mit? Ich glaube, ihr dürft mal wieder. Ja, und du darfst die Folie wieder machen. Aber ich sehe die Folie. Jetzt ist es wieder da. Super. Mhm. Meine Maus immer einmal mitbewegen. Mhm. So, ich glaube, was wir bei jedem Projekt gesehen haben, ist, dass Selbstversorgung, sei es beim Sex, sei es im Lebensgarten, sei es in Siebenlinden, das schon auch irgendwie immer oder auch in Sonnenwald eigentlich überall eine große Rolle gespielt hat. Also fast jedes Projekt hat versucht, sich selbst zu versorgen, oder eigentlich hatten auch alle Projekte einen Permakulturgarten, der so praktisch die Grundlage dafür war. Was uns auch aufgefallen ist, alle haben ihre Organisationsstrukturen und auch Entscheidungsstrukturen oder Entscheidungsfällungen, ja, je nachdem, wie man es nennen will,
soziokratisch aufgebaut. Was auch ja, uns aufgefallen ist, ist, dass viele Projekte eigentlich so eine Rechtsform als Genossenschaft haben, aber neben dieser Rechtsform als Genossenschaft auch noch, oft gibt es da noch Vereine und andere Unternehmungen, die da irgendwie auch eine GmbH, die da noch dazugehören, aber so eine Genossenschaft ist oft irgendwie das Grundgerüst von den Wohnprojekten. Familienfreundliche Umgebung gab es teils, teils, also es war noch ganz spannend, weil ich oder Livien und ich haben uns heute noch eine Schwerpunktinterview aus dem ZEC angeguckt und da wurde halt so festgehalten, dass es für junge Familien nicht so leicht ist, ins ZEC zu ziehen, weil es einfach wenig Wohnraum für Familien gibt, weil es immer eher so ein- bis zweier WGs gibt, die oder Menschen aus Zimmern, die dann ausziehen. Das war in Siebenlinden zum Beispiel total anders. Da haben Menschen eigentlich ihre Häuser sogar gebaut und sind mit Familien hingezogen. Und die hatten auch da vor Ort einen Kindergarten und so weiter. Genau. Vielleicht magst du weitermachen? Mhm. Genau, wir haben auch überall mitbekommen und konnten das auch selber erfahren. Dann vor allem im ZEC und auch in der Gemeinschaft Sonnenwald, dass Gemeinschaft auch immer bedeutet, dass man auch Energie reinstecken muss und man sich in so inneren Prozessen begleitet. Und dass das aber gleichzeitig auch dazu führt, dass man da ganz, ganz viel Energie auch wieder draus ziehen kann. Das heißt, das ist irgendwie mit einem großen Energieaufwand verbunden, den man erstmal reinsteckt, den man dann aber im Normalfall auch immer wieder rauszieht. Und wir haben auch, wir sind jetzt sehr interessiert daran, wie man es schafft, Förderungen zu schreiben, weil ganz viele Projekte auch irgendwie gefördert werden, sei es irgendwie eine offene Werkstatt, zum Beispiel in der Gemeinschaft Sonnenwald, die dann erstmal ausgestattet wurde mit einem Förderantrag oder in anderen Projekten, um junge Menschen so einen internationalen Austausch zum Beispiel zu bieten oder was auch immer. Also die Finanzierung, die Förderung ist auch immer ein großes Thema. Genauso wie das Wirtschaften vor Ort. Das heißt, was auch immer ein ganz wichtiger Aspekt ist von allen Projekten, ist, dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, auch eine wirtschaftliche Perspektive für die Menschen, die da wohnen, zu bieten und auch einfach zu ermöglichen, dass sich alle Menschen irgendwie finanziell auch absichern können. Die Lebenskosten sind nicht unbedingt günstiger, das haben wir auch überall gemerkt, aber ich glaube, da kommt auch der nächste Punkt so ein bisschen mit einher, großes Commitment, vor allem finanziell auch nötig. Also das ist immer natürlich von Projekt zu Projekt unterschiedlich, aber wenn mich nicht alles täuscht, würde ich mal, ich glaube, ein paar Zahlen in den Raum werfen, die wir so mit aufgegriffen haben. Ich glaube, in Siebenlinden zum Beispiel braucht man insgesamt, ihr könnt mich auch gerne korrigieren, ihr beiden, 30.000, um irgendwie dann wirklich festes Mitglied zu werden. Es gehen, glaube ich, 15.000, dass man in die Genossenschaft eintreten kann und dann nochmal 15.000 in den Verein, der das ja auch irgendwie trägt. Auf jeden Fall ist man zwei dann Genossenschaften, immer, die sie haben. Ja, oder zwei Genossenschaften sogar. Wow. Aber es sind immer Genossenschaftsbeiträge, die man mit Austritt wieder zurückbekäme. Okay. Genau. Was noch, aber was auch total unterschiedlich ist, weil im Lebensgarten zum Beispiel hatten wir, glaube ich, die Zahl 3.000 bis 4.000 oder 5.000 Euro. Noch weniger. Oder noch weniger. Also es ist schon auch ein bisschen von Projekt zu Projekt abhängig, auf jeden Fall. Aber so wie wir es wahrgenommen haben, war es nicht unbedingt, dass wir jetzt sagen, wir ziehen aufs Land und da ist alles viel günstiger und so weiter. Genau. Vielleicht magst du noch was zum sozialen Commitment sagen? Zum sozialen Commitment? Ja. Oder Joscha, gerne.
Wir haben auch so ein bisschen Zeitdruck, wir haben schon ein bisschen überzogen. Also, das gehört natürlich. Ich denke, das ist so spannend. Ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr mal die Hand heben, wenn es euch langweilt oder wenn ihr jetzt dringend eure Fragen loswerden möchtet, dann dürft ihr die auch gerne im Chat schreiben. Aber ich denke, es ist so spannend, dass euch alle gerne zuhören. Also jeder und jedem muss natürlich klar sein, wenn man in eine Gemeinschaft eintritt, dann gibt man nicht nur oder ist es nicht nur eine Frage des Wohnortes, wo man denn wohnt, sondern man wird Teil einer Gemeinschaft, an Gemeinschaftsprozessen. Man hat oft auch Freiwilligenarbeiten, die man vollrichtet hat für die Gemeinschaft. Das kann eben das die Essenszubereitung sein. Das kann zur Erntezeit das Mithelfen auf den Ackerflächen sein. Also es können ganz unterschiedliche Sachen sein. Aber das kann auch einfach, also man stützt sich gegenseitig. Man ist auch dazu angehalten, dass man sich eben Zeit und Energie aufwendet, um mit den anderen Menschen zu interagieren. Und das ist teilweise, und das haben wir auch immer wieder entgegnet bekommen von Menschen, die auf diesen Projekten wohnen, das ist auch ein anstrengender Prozess. Also sich mit anderen Menschen Problemen auseinanderzusetzen. Plus, man hat ja auch eigene Probleme. Da gibt es so viel Konfliktpotenzial in den Gemeinschaften. Man muss sich die ganze Zeit nur damit auseinandersetzen, Konflikte zu lösen. Das ist einerseits ein sehr anstrengender Prozess, andererseits aber auch total förderlich. Also man wird natürlich die Kinder, die dort aufgewachsen sind, man merkt richtig, dass sie gewappnet sind fürs Leben, dadurch, dass sie einfach diesen Erfahrungsschatz gesammelt haben in ihrer Kindheit, sich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen. Die haben gemerkt, es sind nicht alle gleich. Und das sind absolut keine homogenen Gruppen, die sich dort zusammenfinden, sondern ganz unterschiedliche, diverse Menschen. Gut, die Diversität ist jetzt nochmal was anderes, aber ganz unterschiedliche Menschen, wo ganz viele Potenziale entstehen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und deswegen gibt es auch die vielen Methoden, die sich dort herausgearbeitet haben auf diesen Projekten, wie das Forum, wo es darum geht, überhaupt erstmal Menschen zuzuhören oder ganz vielen Gesprächskreisen unterschiedlicher Art. Und da haben Menschen, die auf diesen Projekten wohnen, ganze Bücher darüber geschrieben, wie diese Gruppenprozesse teilhaben. Und das ist eben das Commitment, daran teilzunehmen, wenn man auf so einem Projekt wohnen möchte. Und vielleicht nochmal so eine persönliche Perspektive von mir. Ich habe immer, seitdem wir das Projekt angegangen sind und auch davor schon gesagt, ich finde es total doof, Geld fürs Wohnen auszugeben, vor allem. Und da ist natürlich in Berlin mit dem, mit dem Mietpreisanstieg allein in den letzten 5 Jahren, in denen ich hier wohne, auch nochmal so ein ganz großes Fass aufgemacht. Wohnen ist sehr exklusiv geworden. Und mein Traum war es immer, Wohnkosten von maximal 100 Euro zu haben. Und diese naive Vorstellung wird auch zerplatzt auf den Projekten, weil auf keinem Projekt haben sie es geschafft, neben dem Genossenschaftsbeitrag, der ja auch irgendwie sinnvoll ist, die Wohnkosten so weit als Gemeinschaft zu drosseln, dass man eben für unter 100 Euro wohnen kann. Und das, egal wie abgelegen der Ort war, also es war immer so, dass es relativ normale Mietpreise waren, die man trotz der Mitgliedschaft in der Genossenschaft noch zusätzlich zahlen musste. Und das ist so, jetzt, das ist für mich persönlich. Ich fand die 100 Euro bei dir auch immer auf jeden Fall sehr ambitioniert. Ja, aber alle denken immer darüber nach, mehr Geld zu verdienen. Lass uns doch darüber nachdenken, wie es sein könnte, weniger Geld zu verdienen und mit weniger Geld gut auszukommen. Also das ist so ein bisschen der Ansatz, eher die Lebensunterhaltungskosten zu senken, statt den Lebensunterhalt den Lebensverdienst, den Verdienst zu steigern. Das wäre doch mal eine gute Idee. Und dann kommen wir da auch hin, kulturellen Wandel haben und dass wir eben nicht das Problem haben, dass wir unsere Ressourcen bis ins Maximale ausnutzen und damit die Welt verpesten. Sascha, ich habe eine Frage von Anna. Mhm. Und dann danach auch noch eine weitere Frage, und zwar
Fragt Anna, gibt es auch freie Bildungsangebote für Kinder im Schulalter innerhalb der Wohnprojekte? Also es geht wirklich um die Teilnahme von Menschen wie wir, die nicht dort wohnen, oder? Anna, möchtest du was sagen? Du kannst gerne dein Mikro anmachen. Ja, hallo. Ja, es geht um die Menschen, die dort leben und auch vielleicht gemeinsam mit ihren Kindern. Wenn die vielleicht nicht die Schule, die staatliche Schule besuchen, sondern auch innerhalb des Wohnprojektes gebildet werden sollen. Gibt es solche Möglichkeiten? Habt ihr da was kennengelernt? Ja, das wäre eben das letzte und sechste Projekt, das wir besucht hätten gewesen, das diese Möglichkeit geboten hätte. Das ist Schloss Tempelhof. Die haben eben wirklich eine freie Schule, die aus einer Elterninitiative auf dem Projekt gegründet wurde und auch nach wie vor betrieben wird. Ja, wir waren leider nicht da. Im SEC ist es so, dass es im Nachbarort auch eine, ja, heraus aus einer Elterninitiative von einigen Jahren eine freie Schule gegründet wurde, zu der auch der Großteil der Kinder aus der Gemeinschaft gehen. Aber allesamt sind die immer öffentlich auch für die Dörfer zugänglich. Und was ist jetzt, ja? Ich glaube, Levi meinte gerade noch, dass es in Steierberg wohl auch in einem Ort eine gab. Und was mir noch im Kopf geblieben ist, ist zum Beispiel in Siebenlinden hatten wir das nämlich auch gefragt, wie es da aussieht mit einer freien Schule oder einer Bildungseinrichtung für Kinder. Also die haben ja vor Ort einen Kindergarten, der ist auch im Wohnprojekt praktisch mit integriert auf dem Gelände. Und da war es so, sie hatte damals gesagt, dass so ein Prozess von einer freien Schule, die zu gründen, das sind ja oft die Eltern, die da irgendwie Lust drauf haben und die Initiative ergreifen. Und das ist aber auch ein Prozess, der irgendwie 3-4 Jahre geht. Und dann sind viele Kinder ja auch schon gar nicht mehr in diesem schulfähigen Alter mehr oder teilweise. Und die Eltern haben da die Motivation so ein bisschen verloren. Deswegen gab es, glaube ich, zumindest in Siebenlinden noch keine freie Schule, obwohl das auch da ein Riesenthema ist, schon seit Jahren. Ja, ja, interessant. Was man auch sagen kann, ist, dass das echt immer Thema war und angestrebt. Und, die Lösung war aber zum Teil auch einfach nicht immer einfach. Aber es, ich würde sagen, es gab immer Eltern und Familien, die freie Schulen oder alternative Bildungswege auf jeden Fall angestrebt haben und die Bubble auf jeden Fall da ist, nur dass die Möglichkeit nicht immer da war, weil die Projekte dann halt auch einfach nicht groß genug unbedingt dafür sind. Ich denke, es ist die Größe auf jeden Fall. Siebenlinden ist ja schon sehr groß, aber es gibt auch Windberg e.V., die haben tatsächlich eine eigene Schule da gegründet und das sind schon mega lange Prozesse, ja, da hast du recht. Also das lohnt sich nur wirklich für große Projekte. Ja, und oft sind auch die Orte da in der Region gar nicht so voll besiedelt mit Kindern tatsächlich. Also in Siebenlinden war das so, dass die Schulen in der Umgebung alle schließen mussten, weil es einfach zu wenig Kinder gibt. Und dann ist es auch noch schwieriger, so eine Schule wieder aufzumachen, generell. Ja. Bei Kindergärten sah es zumindest bei 2 Projekten so aus, dass eher dann ein projekteigenen Kindergarten, der oftmals auch dann nach außen geöffnet war. Also in Siebenlinden gab es beispielsweise auch einen super Kita, einen Waldkindergarten. Und ja, das Projekt läuft auch schon seit vielen Jahren und ist sehr spannend. Und insgesamt gibt es natürlich, also die Kinder, die auf den Projekten aufwachsen, die bekommen auch über die Schule hinaus durch eben dieses Leben in der Gemeinschaft und durch die Themen, die dort irgendwie thematisiert werden, eine ganz andere Art von Bildung. Also das ist ja allein, weil sie dort leben, weil sie mit diesen Prozessen konfrontiert sind und sich einfach mit Themen auseinandersetzen, ein Ökodorf sind, oftmals oder Teil eines Ökodorfs sind, bekommen sie schon ein ganz anderes Gefühl für das Leben und eine ganz andere Bildung mit auf den Weg. So. Das gab auch eine Frage, oder? Nee, das war die zweite Frage war auch von Anna. Anna,
wie du geschrieben hast, in welchen der Wohnprojekte leben die Menschen weitgehend autark? Genau, das war auch von Anna. Da war Christopher ja letzte Woche da in Siebenlinden. Genau. Siebenlinden ist schon das Ökodorf, das sich mit am weitesten selbst versorgt. Er hat es, ich glaube, selbst dort ist es aber bei Lebensmitteln so bei 80%, die sie sich selbst versorgen. Und bei der Energie ist es noch eine ganz andere Sache. Sie hatten immer einen eigenen Brunnen und auch eine Genehmigung, diesen Brunnen als Trinkwasserquelle zu nutzen, haben sie aber mittlerweile gar nicht mehr. Die Genehmigung ist ausgelaufen. Und auch bei Strom und Gas, sie heizen mit dem eigenen Wald, den sie haben. Also da versorgen sie sich mit der Energie auch selber. Bei Strom sind sie ganz weit davon entfernt. Ich glaube, da ist es ein Bruchteil, den sie selber mit Photovoltaikanlagen generieren. Und sie haben dann noch Heißwasser, nutzen sie auch die Sonnenenergie, Solarzellen auf den Dächern, vor allem für die Duschen. Aber also von 100% Selbstversorgung oder einem autarken Leben sind sie auf jeden Fall, selbst sie, die sie Vorreiter sind als Ökodorf, noch weit entfernt, muss man sagen. Und dort gab es beispielsweise eine ökologische Fußabdrucksstudie, die auch von einer Universität zweimal schon durchgeführt wurde. Und dabei ist auch herausgekommen, dass sie im Vergleich zu Menschen im städtischen Kontext oder im ländlichen Kontext ökologischer leben und der Fußabdruck um ein Viertel kleiner ist. Ich glaube nicht. Ein Dreiviertel kleiner, also der ist 75% weniger, habe ich im Kopf. Genau, aber dabei ist dann schon herausgerechnet, dass sie einen allgemeinen Beitrag, also bei solchen Studien gibt es einmal den persönlichen Verbrauch an Energie und es gibt den kommunalen Verbrauch. Dadurch, dass sie ihre Kinder zur Schule schicken, dadurch, dass sie einfach Services, Dienstleistungen und einen gemeinschaftlichen, einen staatlichen Beitrag sozusagen an Treibhausgasen und aus Emissionen verbrauchen, auf den sie gar keinen Einfluss haben. Allein, dass sie BürgerInnen sind, haben sie diesen CO2-Fußabdruck schon. Und würde man den mit reinrechnen, dann haben sie gar nicht einen so schlechten, einen so guten Fußabdruck. Und aber einen persönlichen Fußabdruck von dem, was sie dort auch vor Ort verbrauchen, sind sie sehr weit voraus. Die waren ja bei uns auch in Redselig tatsächlich. Das gibt es übrigens zum Nachlesen, beziehungsweise man kann es sich anschauen, diesen Vortrag, den Ökodorf Siebenlinden bei uns vorgetragen hat. Also ich habe den Link gerade eingestellt in Chat, wer das möchte. Toll. Weil da hat er es ganz gut erklärt, der Christoph Strünke hat das sehr gut erklärt, dass er zum Beispiel gesagt hat, für sie ist es immer noch günstiger, die Tomaten beim Biobauern zu kaufen, als wenn sie selber anbauen würden. Weil das einfach extrem anstrengend ist und es da einfach nochmal die doppelte Menge an Menschen bräuchte, um das überhaupt alles zu bewerkstelligen. Das ist ja deren Ziel allerdings. Also die wollen bis 300 Menschen wachsen. Also ich habe den Link eingestellt für alle, die da Interesse dran haben. Und Dankeschön für die Antworten. Ja, gerne. Danke für deine Frage. Also, wir haben, glaube ich, noch einen letzten Punkt. Junge Menschen zwischen 20 und 30 steht noch auf der Folie. Das hatten wir ja zwischendurch schon mal kurz angerissen. Sie sind, wenn sie vorwiegend nicht dort vor Ort, weil sie dort nicht leben. Aber man muss sagen, auf vielen Projekten gab es eben die helfenden Wochen oder Besuchenden oder die Möglichkeit und auch viele Jugendliche oder junge Menschen, die das wahrgenommen haben, die zu Besuch war auf den Projekten. Und das hat auf jeden Fall auch Hoffnung gegeben. Wir waren ja selber auch, also wir sind alle so um die 25, 26 dort als junge Menschen zu Besuch.
Und das Interesse ist auf jeden Fall auch bei jungen Menschen da. Aber es scheint so, als würden sie einfach noch ein paar Jährchen brauchen, ehe sie sich dazu entschließen, in solchen Gemeinschaften zu verwurzeln. Das ist ja fast eine richtig gute Überleitung zum Ende, oder? Genau. Da sind nämlich dann wir wieder. Ja, geht's denn bei uns weiter, ihr zwei? Es ist noch eine Frage von Eva. Und zwar, Eva, möchtest du die selber vortragen oder soll ich sie vorlesen? Ich kann das auch sagen. Ja, gerne. Also, und zwar interessiert mich, wie die wirtschaftlich das organisieren oder die Mehrheit in den Projekten. Heißt das, dass die Mehrzahl der Menschen eher innerhalb des Projektes quasi arbeitet und mit Dingen, sage ich mal, das Geld verdient, was aus dem Projekt raus entspringt, also wie jetzt Seminare oder Bücher schreiben oder ne, irgendwie Weiterbildungsangebote geben? Oder ist die Mehrheit doch außerhalb im, sage ich mal, normalen, in der normalen Gesellschaft wirtschaftlich verankert? Und wenn das so ist, wie gehen die dann mit dem erwirtschafteten Geld um? Was ja doch irgendwie jeder erstmal vielleicht individuell für sich verdient, wenn man normal angestellt ist. Und wie bringen die das in die Gemeinschaft ein? Was sind da so die Konzepte? Ja, spannende Fragen. vielleicht erstmal ganz generell. Wir haben keine Kommunen, keine klassischen Kommunen besucht. Bei Kommunen ist es immer so, dass sie gemeinsam wirtschaften und wirklich all ihr erwirtschaftetes Geld in einen Topf werfen. Teilweise noch in Abänderungen und individuell geregelt. Aber insgesamt ist es bei Kommunen eben so, dass sie alle Finanzen in einen Topf werfen. Das war bei den Projekten, wie wir sie besucht haben, nicht so. Dort gab es oft eben die Genossenschaften, die alles Finanzielle oder teilweise auch Vereine, die das Finanzielle verwaltet haben. Und das war teils. Also in Siebenlinden sagen sie, sie möchten so viele Arbeitsplätze wie möglich irgendwie ermöglichen für ihre Menschen, die dort leben. Und dort war es, glaube ich, eine Quote von der Hälfte ungefähr, die dort nicht nur leben, sondern auch wirtschaften und arbeiten für die Gemeinschaft mit eben auch Geld, das sie dort verdienen. Und es ist auch deren erklärtes Ziel, so viele Arbeitsplätze wie möglich zu generieren, weil sie eben sagen, alle Arbeitsplätze, die bei uns sind, die sind eben auch im Sinne der Ökologie und der Nachhaltigkeit. Alle Arbeitsplätze, die außerhalb sind, ja, da kann man ja dann wieder, ich sage mal jetzt überspitzt, im Atomkraftwerk als Maschinenführerin arbeiten. Und das ist gar nicht im Sinne der Ökologie und der Nachhaltigkeit. Deswegen möchten sie so viel wie geht vereinen. Wir haben gemerkt, dass ganz viele selbstständige Menschen von solchen Projekten angezogen werden und auch ja zumindest noch einen Nebenverdienst mit selbstständigen Tätigkeiten auch innerhalb der Projekte verwirklichen und dann auch ihr Angebot wie Seminare oder Kunst oder Büchern, die sie eben schreiben, in diesem Kontext des Wohnprojekts veröffentlichen und dort ihre Selbstständigkeit betreiben und vielleicht nebenbei noch einen kleinen Minijob für die Gemeinschaft haben. Ich glaube, man könnte schon zusammenfassen, dass es echt von Projekt zu Projekt unterschiedlich war. Das kommt auch immer auf den Standort an, wo das Projekt liegt. Also Siebenlinden liegt ja, glaube ich, im autobahnärmsten Dreieck von Deutschland. Da ist drumherum erstmal gar nichts. Und das ZEC liegt ja zum Beispiel relativ nah und auch mit den Öffis relativ gut erreichbar in Bad Belzig, also von Berlin gar nicht so weit weg. Und dann ist es natürlich beim ZEC so, dass da viele Leute dass da mehr Leute pendeln auch, als zum Beispiel in Siebenlinden. Da ist die nächstgrößere Stadt, glaube ich, Wolfsburg gewesen. Das sind 1,5 Stunden mit dem Bus. Deswegen ist das tatsächlich immer sehr unterschiedlich gewesen. Was wir heute auch noch im Interview gehört haben, war, weil die Frage kam, hatten wir auch gestellt in unseren Interviewfragen, war, dass viele ja auch mittlerweile irgendwie aus dem Internet oder mit dem Internet arbeiten können und davon irgendwie leben können. Das ist auf jeden Fall auch ein Punkt. Und dass so eine wirtschaftliche Perspektive, jeder, der in so ein Projekt ziehen möchte, also sollte sich auf jeden Fall darüber klar sein, dass er selber auch wirtschaftliche Perspektiven mitbringen muss,
um irgendwie vor Ort zu überleben, auch wenn die schon Jobs vor Ort haben. Aber Joscha hat das gerade auch angesprochen, sind teilweise auch vielleicht nur so Nebenjobs oder Halbtagsjobs, die dann vielleicht nicht alles komplett finanzieren können. Was aber ganz spannend war, wenn es um das Finanzielle geht, ich glaube, Joscha kann ein bisschen mehr zu erzählen, war die Bieterrunden in Sonnenwald zum Beispiel. Ich glaube, da bist du auch richtig Fan von. Ja, ich glaube, die Möglichkeit, die die Gemeinschaft Sonnenwald irgendwie ihren MitbewohnerInnen zur Verfügung gestellt hat, war einzigartig. Sie haben nämlich gesagt, wir haben alle unterschiedliche Vermögen, wir haben alle unterschiedliche Einkommenssituationen und haben einen Riesentopf, den wir zahlen müssen und auch möchten. Ich glaube, dieses Möchten war in dem Kontext ganz wichtig. Also sie haben Kosten zum Heizen, Mietkosten, ja, Essen, Trinken, Kosten, halt alles, was kostet. Das kennen wir alles ja zu gut. Und haben einen Riesentopf. Und die haben wirklich alles in einen Topf geworfen und haben gesagt, lass uns mal, bevor wir Preise ausschreiben, wie viel jede und jeder zahlen muss, lass uns mal einen anderen Weg gehen. Und lass uns diesen Topf mal nehmen in einer gemeinschaftlichen Sitzung, einfach mal fragen, wer möchte denn wie viel Geld zahlen, um das letzte Jahr zu finanzieren? Sie haben es in meinem Nachhinein gemacht. Und dann gab es die, ich sage jetzt einfach mal, ohne dass es total aus der Nase gezogen, 1 Million Euro stand da an der Tafel, müssen wir jetzt bekommen für das letzte Jahr. Davon haben wir gelebt und gefeiert. Und dann haben sie gefragt, wer hat denn wie viel Geld und möchte dieses Geld zahlen? Und dann gab es eine Bieterrunde, wie bei eBay, konnte jeder sagen, so viel bin ich bereit, dafür zu zahlen für das letzte Jahr. Und wenn der Betrag X dann noch nicht erreicht wurde, gab es eine zweite Runde. Und so wie sie es auch erzählt hatten, gab es noch nie eine dritte, vierte, fünfte Runde, weil es einfach nicht nötig war. Und da sind wir dann natürlich ganz nah an der, ja, an meiner Wunschvorstellung, an meinem Traum, dass ich sage, ich möchte so wenig, ich möchte meine 100 Euro zum Wohnen haben, dann nochmal 100 Euro drauf zum Essen und Trinken und bin dann immer ganz sparsam und esse nicht den Käse, sondern nur Brot und Margarine. und habe dann ein gutes Gefühl, wenn ich nur 100 Euro für mein Essen und Trinken zahle. Ja, und so haben sie es geschafft, weil diese soziale Gerechtigkeit auch irgendwie zu etablieren auf dem Ort, weil eben die jungen Menschen oft im Studium waren und kaum Einkünfte hatten, wohingegen die älteren Menschen ja auch Vermögen hatten und da teils so gut verdient haben, dass ihnen die 2 Euro mehr, die sie für XY mitzahlen mussten, einfach nicht wehgetan haben. Und trotzdem, obwohl alle unterschiedlich gezahlt haben, hatten alle das Gefühl, dass es fair ist, weil alle haben ja so viel gezahlt, wie sie konnten und wollten. Und es war sehr spannend. Darf ich fragen, wie groß die Gemeinschaft Sonnenwald ist? Wie 80. Viel? Wie viel? 80 Menschen. 80, okay, danke. Wir hatten tatsächlich auch mal so in den Raum geworfen, hey, wir haben ein Festival, wir haben so für unser Festival an Ausgaben Summe XY. Lass uns mal alle unser Festival bestreiten und dann nach dem Festival fragen, wie viel möchtet ihr denn für das Festival ausgeben? Weil wir auch immer so als Kollektiv die Frage haben, wie gehen wir mit den Kosten um, die wir haben? Wir haben auch ganz viele junge Menschen, die besser konstituiert sind und Menschen, die weniger gut Geld im Geldbeutel haben, vielleicht gerade nur einen 450-Euro-Job neben der Uni haben. Und hatten tatsächlich überlegt, ob man das nicht gut übertragen könnte und ob man nicht jetzt mit dem Bieterrunden anfangen könnte. Das ist noch so ein Projekt, wo sich zeigt, ob das denn wirklich, wo wir auch einfach noch drüber sprechen müssen. Wir haben jetzt 19:45. Ich würde sagen, ihr habt ja noch den Vortrag noch nicht zu Ende, ne? Wir haben noch die eine Folie. Ja, dann würde ich sagen, den zu Ende und dann können wir nochmal die restlichen Fragen vielleicht durchgehen. Ja. Dass wir uns im Zeitrahmen befinden, wäre das ein Deal? Ja. Okay. Ja. Ja, ihr beiden wolltet, glaube ich, was sagen. Das ja, Startschuss steht hier, Pioniergruppe. Wir sind natürlich mit dem Ziel auf die Reise gegangen, irgendwie, dass nach nicht nur dieser Film entsteht, sondern dass danach auch was Handfestes entsteht für unser Leben, sowas wie ein Wohnprojekt oder so. Und
Joscha, oder ich glaube, das ist auf jeden Fall auch durchgekommen, so Menschen zwischen 20 und 30 sind auf jeden Fall eher noch in so einer Findungsphase, sind jetzt auch nicht unbedingt bereit, sich so direkt zu setteln. Also das sind jetzt auch meine persönlichen Meinungen, glaube ich. Ihr könnt auch noch was anderes dazu sagen. Aber ja, es ist eine schwierige oder eine Phase, in der man sich noch nicht so vorstellt, irgendwie, jetzt komme ich mal direkt an und da lebe ich die nächsten 50 Jahre. Und deswegen haben wir uns gedacht, würden wir diesen Prozess mit dieser Pioniergruppe und mit unseren Freunden, weil die gehören natürlich auch dazu, ein bisschen lockerer und organischer gestalten wollen. Und es ist schon wichtig, dass es jetzt irgendwie darüber Gespräche gibt, wie es weitergeht, was da in Zukunft passieren kann. Aber wir sind auf jeden Fall total offen und wollen auch nicht die komplette Verantwortung dafür, für den Prozess in die Hand nehmen, sondern haben gesagt, hey, wir gucken jetzt, wie sich das entwickelt. Und wenn es nach den ersten Gesprächen heißt, okay, wir treffen uns in 2 Jahren wieder zusammen und dann geht es weiter oder da reden wir nochmal drüber, kann das auch ein Output sein oder es kann sein, ey, wir machen jetzt nächstes Jahr dieses Wohnprojekt und es wird der Wahnsinn. Das sind so ein paar Sachen, die zur Pioniergruppe zu sagen sind und ich denke, ihr könnt auf jeden Fall gerne ergänzen, wenn euch da was einfällt. Ja, also wir wissen einfach auch noch nicht, wie es weitergeht, aber wir wollen jetzt nach der Reise einfach den Raum dafür aufmachen und ins Gespräch kommen. Und ich denke, das ist ein nächster Schritt, den wir gehen werden. Aber wie sich das dann entwickelt, trachten wir auf jeden Fall ergebnisoffen und bin ganz neugierig, wie sich das weiterentwickelt. Aber mehr kann ich dazu jetzt auch einfach noch nicht sagen. Ist natürlich auch sehr abhängig von unseren persönlichen Lebenssituationen. Also ich habe mir mit Lara, meiner Freundin, vorgenommen, nach meinem Studium auf Reise zu gehen für ein Jahr, beispielsweise. Und das ist natürlich auch, da gehören nicht nur ich irgendwie zu, sondern auch Lara. Und wir müssen miteinander ins Gespräch kommen, wie können wir uns das denn zusammen vorstellen? Also da sind jetzt so viele AkteurInnen in diesem Prozess der Pioniergruppe oder eben Pioniergruppe mit Fragezeichen, dass man einfach schauen muss, wie es jetzt weitergeht. Und wir haben jetzt einfach so einen Rucksack angesammelt mit Erfahrungen, den wir vor allem zu dritt irgendwie eingesammelt haben, die wir natürlich weitererzählen, einerseits im Film, aber auch an unsere Freunde. Und dann schaut man, was da für ein neuer Output rauskommt. Und das ist ja auch einfach dann ein Gruppenprozess, den wir jetzt starten und der ganz offen ist. Tja. Dankeschön. Dankeschön. Wir sind soweit durch. Hier nochmal, wer möchte eine Verlinkung oder unsere Website, um uns zu verfolgen, bei Facebook und Instagram findet man uns auch. Ab 2022 geht der Film ins Kino, auf jeden Fall. könnte vielleicht auch einen Monat später werden, aber spätestens im Mai könnt ihr Kinotickets erwerben oder einen Link erwerben oder Ihr kriegt das auf jeden Fall mit. Glückwunsch, wie habt ihr das geschafft? Das ist sehr großartig. Ja, naja, es ist schon auch abhängig, was die Zukunft bringt, immer mit den Partnern, mit denen man auch gerade zusammen ist. Ne? So wie du sagst, deine Freundin ist ja auch noch da und auch sie hat ja eine bestimmte Vorstellung, wie sie mit dir zusammen das Leben gestalten möchte. Und das ist immer so eine Sache, wenn dann Partner ins Spiel kommen, dann kann sich plötzlich schlagartig alles ändern. Ja. Aber mit diesem Erfahrungsschatz seid ihr auf jeden Fall gut gewappnet für eine Gemeinschaft, möchte ich mal sagen. Und gerade im Bezug auf die Individualität hat man ja gesehen, dass es letztendlich auf die Leute ankommt, die sich zusammentun, wie die das gestalten. Ja? Also es gibt ja keine feste Regel und kein Muss. Es gibt eben Erfahrungen, die gut sind und die man sehr gut übernehmen kann, wie man zum Beispiel Entscheidungen trifft oder wie man gut miteinander zurechtkommt, wenn der Raum vielleicht nicht so ganz groß ist und so weiter und so fort. Aber letztendlich ist die eigene Vision entscheidend und das eigene Konzept, wie man das ausrichtet. Und das kann jede Gruppe dann für sich
neu entdecken, neu entwickeln. Ja. Ich würde gerne an die Teilnehmerinnen fragen, ob es denn noch Fragen gibt, die die drei beantworten könnten. Gerne auch den Ton anmachen. Ich hätte noch eine Frage, hier ist Anna. Hallo Anna. Und zwar ist mir jetzt gerade so durch den Kopf gegangen, ob man nicht vielleicht auch... Jetzt ist sie weg. Gute Frage. Anna? Anna? Christoph? Kannst du mal gucken, was mit Anna ist? Oder sind wir jetzt alle irgendwie... Die Technik hat die jetzt versagt. Also Mikrofon ist an, hört ihr mich? Jetzt. Ja, jetzt unnötig. Ja. Ja, ah, okay, ich habe es nochmal ausgestellt und nochmal an, wie so ein Neustart. Okay, nochmal kurz zurück zur Frage. Ich habe gerade überlegt, ob es möglich ist, für Interessenten auch so eine Art Probewoche dort mit zu realisieren. Habt ihr da was in Erfahrung bringen können, wie sie damit umgehen, mit Anfragenden? Gibt es so eine Art Probewoche, vielleicht, wenn man jetzt Urlaub hat, dass man da mal anreist und sich da auch in die Gemeinschaft einbringt, dort unterstützt in der Zeit und das ganze Leben mal kennenlernen kann in dieser Gemeinschaft? Ja, also unheimlich. Also die Projekte sind insgesamt alle sehr offen, was die Möglichkeit, sie zu besuchen angeht. Es gibt, da musst du eigentlich vor allem mal auf die Website der Projekte gehen, auch auf jeden Fall bei allen Projekten, wo wir waren, gab es, glaube ich, die Möglichkeit, sie zu besuchen. Es gab meistens dann helfenden Wochen. Und wenn es die nicht im Angebot gab, dann gab es immer die Möglichkeit, als Interessentin dort eine E-Mail zu schreiben und zu fragen, hey, ich finde euch spannend. Und wir haben es so aufgefasst, als würden alle auch zumindest offen für neue Menschen, die sie besuchen und auch mit der Absicht, vielleicht dort leben zu wollen. Ja, da triffst du auf offene Türen. Ja. Ja, wir haben auch ganz viele Projekte, die Probewohnen anbieten, tatsächlich, ja. Super, danke schön. Das macht Sinn. Haben wir noch eine Frage in der Runde? Oh, jetzt sehen wir mal, alle Fenster sind aus. Möchte noch jemand was sagen? Wenn ja, hallo, hier ist Eva. Ich würde noch mal kurz was fragen. Ihr habt ja jetzt so von der Altersstruktur gesagt, dass die, ich sehe gerade Video starten, kann ich auch gerne machen, dass die Altersstruktur mehr so ist, dass die 20- bis 30-Jährigen jetzt nicht so vertreten sind. Was heißt denn, was habt ihr denn vor allem an Menschen getroffen im Alter? Heißt das, es sind dann mehr so die 30- bis 40-Jährigen mit Kleinkindern oder was ist denn so das, was am meisten oder die Menschen, die am meisten solchen Projekten zu finden sind? Ja, so die ganzen großen Projekte, die wir besucht haben, also 80 plus Menschen, würde ich sagen, hatten eigentlich so eine ganz normale Altersstruktur, so wie der Durchschnitt der Bevölkerung. Ich habe keine Studie gemacht, aber das ist so mein erster Einblick. Und die 20- bis 30-Jährigen, dass die fehlen, liegt halt daran, wie man es auch ganz normal kennt. Also ich bin auch mit 18 ausgezogen und habe mir dann die Welt angeschaut und dann bin ich auf der Suche, wo es bei mir hingeht. Und da sind die Menschen halt einfach dann auch viele und gerne unterwegs. Das heißt, es gibt auch vereinzelt Menschen oder nicht nur, also es gibt wenige Menschen in dem Alter, die auch da sind. Aber gleichzeitig ist uns auch aufgefallen, dass die Menschen, die dann für Besuch da sind, also so ein Jahr zum Helfen da sind, dann auch in der Altersspanne sind. Das heißt, es sind keine 40-Jährigen da bei den Projekten, die sich denken, ich mache jetzt hier ein freies ökologisches Jahr, sondern es sind die 20- bis 30-Jährigen, die zu Besuch sind, um ein Jahr mitzuhelfen und anzupacken. Und ansonsten war auf jeden Fall immer ein Anreiz da irgendwie für Familien, da einfach zum Kindergroßziehen da zu sein, aber auch für Rentnerinnen,
oder Rentner, die sich dann noch dazu entschieden haben, das Leben irgendwie da weiterzuleben. Es war auch ein bisschen abhängig von den Projekten selber. Also wenn es so kleinere Projekte waren, gab es zum Beispiel bei der Blauen Blume, würde ich sagen, war der Altersschnitt so von, oder ist es der Median, ich weiß nicht, irgendwas zwischen 30 und 50. So, und natürlich gab es da auch Ausreißer, aber das war so da das Bild, was ich bekommen hatte. In Sieben Linden, würde ich sagen, war es eher sowas zwischen 30, 35 bis 60, so Pi mal Daumen. Und das war auch auf jeden Fall ein großer Punkt bei Sieben Linden und ich denke auch beim ZEC, wie es mit den Menschen, die jetzt so um die 60 sind, wie es mit denen weitergeht, was das Älterwerden angeht. Weil viele Projekte natürlich jetzt noch nicht so barrierefrei sind, wie sie es gerne wünschten. Genau, das kann ich noch dazu sagen. Ja. Okay, da kann ich sagen, dass es immer mehr gibt, die sich tatsächlich da auch Gedanken machen. Und also das sehen wir jetzt, was bei uns so rein. Und eben auch zu schauen, wie schaut das dann aus, wenn ich alt bin. Ne? Also nicht nur jetzt in diesen Moment zu nehmen, zu sagen, jetzt bin ich jung und jetzt habe ich da Spaß und dann irgendwann ziehe ich wieder aus, sondern es ist ja schon langfristig angelegt. Und das haben eben schon auch immer mehr Projekte im Fokus, zu überlegen, wie wollen wir das denn dann haben, wenn wir älter sind. Also insofern gibt es da eine ganz spannende Bandbreite von unterschiedlichen Konzepten, die eben das eben auch alles noch mit einfließen lassen. Ja. Ja. Wir sind fast rum, es ist fast 20 Uhr. Wenn keiner mehr eine Frage hat, ich danke an allen, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass ihr dabei wart. Und natürlich finde ich super, was ihr hier, lieber Joscha, Levin und Patrick, dass ihr so viel zu erzählen gehabt habt und auch sehr spannende Sachen erlebt habt, was ihr jetzt in die Welt rausbringt und verbreiten wollt. Und ich bin auch ganz gespannt auf euren Film, wenn der dann ins Kino kommt. Ich bin sicher, dass ich den auch ansehen werde. Ich würde auf jeden Fall jetzt trotzdem noch mal ganz gern an die Teilnehmerinnen sagen, dass wir das nächste Redselig-Seminar am 11. November haben, und zwar mit Andreas Müller-Dirnberger aus Österreich, der das Weiterwohnen, den Verein Weiterwohnen vorstellt. Und da geht es auch sehr viel auch um bauliche Sachen, weil Andreas Müller-Dirnberger ist Architekt, also auch wieder eine ganz spannende Seminarreihe. Das wollte ich noch mal zum Besten geben. Und ja, jetzt danke ich an allen. Dank an allen, die dabei waren und vor allem an euch für den tollen Vortrag. Und ich denke, wir sehen uns demnächst. Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Dann verabschieden wir uns und ich hoffe auch an die Teilnehmerinnen bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Dankeschön. Ja. Danke. Tschüss. Sehr gerne. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.